Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, Hoher Landtag, vor knapp 2 Monaten haben wir dieses Thema Flüchtlinge auf den griechischen Inseln bereits sehr intensiv, zum Teil auch sehr emotional debattiert. Es wurde von meinen Vorrednern, meiner Vorrednerin angesprochen. Wir haben die Positionen ausreichend, denke ich, dargelegt und wir haben die Positionen auch entsprechend bezogen in den einzelnen Fraktionen. Und wir haben festgestellt, am 22. Oktober in diesem Haus, dass die Ansätze zu helfen eben völlig unterschiedlich sind. Hilfe vor Ort als der eine Ansatz, den wir als den richtigen halten, Aufnahme von Flüchtlingen auf der anderen Seite. Und ich könnte jetzt die Argumente von vor knapp 2 Monaten natürlich wiederholen, warum wir eben für Hilfe vor Ort sind, nämlich weil wir es für ein falsches Signal halten würden, Flüchtlinge aufzunehmen und weil es eine Untergrabung auch des Asylrechts wäre, wenn wir das tun würden. Diese Argumente haben wir ausgetauscht und die Positionen sind bekannt. Und da bin ich ein bisschen überrascht oder verwundert eigentlich, dass wir heute diese Debatte neuerlich führen, denn ich gehe mal davon aus, dass eine ernstzunehmende Gruppierung, Partei, Bewegung nicht alle Tage die Meinung ändert, sondern zu dieser Meinung auch entsprechend steht. Aber die Zustände auf Lesbos, sie sind nach wie vor zum Teil furchtbar. Daher ist es natürlich völlig legitim, auch heute neuerlich dieses Thema auch entsprechend zu debattieren und zu schauen, was hat sich denn getan, hat sich etwas verändert oder was muss ich tun? Und wenn wir das debattieren und es wurde heute ein Initiativantrag eingebracht oder ein Dringlichkeitsantrag, dann habe ich schon den Eindruck, dass hier versucht wird, von einer gewissen Seite, nämlich von der Neos-SPÖ-Seite, dieses Thema bewusst vor Weihnachten zu instrumentalisieren. Eine Zeit, wo die Ruhe einkehren soll, wo der Friede im Mittelpunkt steht als das friedliche Weihnachtsfest. Und da spürt man, da will man ein Thema nochmal instrumentalisieren, in Wahrheit das Schicksal dieser Menschen instrumentalisieren, sage ich so deutlich, um ihr politisches Kleingeld zu schlagen. Und es war ein Satz in diesem Antrag, der das auch unterstreicht, nämlich jener Satz, wo es heißt, zumindest ein Teil davon soll auch in Österreich eine lebenswerte Zukunft finden, gerade vor Weihnachten, wo sogar Gebetsveranstaltungen im Parlament stattfinden, muss Menschlichkeit und Nächstenliebe auch gelebt werden. Das zeigt, in welche Richtung dieser Antrag auch geht, wo sich in den Positionen nichts geändert hat oder wo man offensichtlich vor Weihnachten bestimmten Gruppierungen, Parteien ans Zeug flicken will. Und daher möchte ich nur mal unterstreichen, es hat sich an unserer Meinung zu diesem Thema nichts geändert. Oh, es hat sich doch etwas geändert. Vorgestern wurde in der Landesregierung, und es wurde zu Recht erwähnt, ein einstimmiger Beschluss gefasst, dass hier knapp 285.000 für die Unterstützung der Flüchtlinge vor Ort auch verabschiedet wurden. Das ist eine Vereinbarung, die von den Ländern gemeinsam geschafft wurde und woher Niederösterreich entsprechend dies auch umgesetzt hat. Und wie wichtig dieses Geld ist, damit die Hilfe vor Ort möglich ist, zeigt ein Artikel, der ganz aktuell heute Vormittag auf Standard Online erschienen ist. Frau Abgeordnete Indra Colini, ich weiß nicht, ob Sie auf Lesbos waren. Ich weiß nicht, ich gebe es ehrlich zu. Ich kann mich auch nur darauf vertrauen, was ich den Medien entnehme, was ich den Berichten unterschiedlichster Organisationen entnehme. Und im heutigen Standard heißt es, und ich will damit nichts sagen, keinesfalls, dass die Situation vor Ort schon gelöst ist. Aber offensichtlich ist man auf dem richtigen Weg. Da heißt es, deutlich weniger Flüchtlinge auf ostägäischen Inseln. Das Zeltlager Karatepe auf Lesbos wird gerade winterfest gemacht. Die Chefin des UN-Flüchtlingshilfswerkes auf Lesbos, Astrid Kastelein,
verweist darauf, dass das Zentrum seit September ausgebaut und verbessert wird. Wir haben jetzt alle Zelte winterfest gemacht und isoliert, etwa auch mit Innenzelten und Plastikplanen außerhalb, erzählt sie dem Standard. Das ist die Chefin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, die vor Ort dort entsprechend tätig ist. Und weiter, nach den Regenfällen im Oktober, als es im Lager zu Überschwemmungen kam, hat man auch die Zelte in der blauen Zone, also in der Nähe des Strandes, abgebaut. Dafür ist dieses Geld notwendig, das die Landesregierung auch vor wenigen Tagen hier auch einstimmig beschlossen hat, damit man eben Hilfe vor Ort auch tatsächlich anbieten kann und den Flüchtlingen auch entsprechend geholfen wird. Das ist das, wofür wir stehen als Volkspartei. Und ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen kein einfaches Nein, Nein zu sagen, wenn man Kinder aufnehmen soll oder Ähnliches. Aber, und davon sind wir hundertprozentig überzeugt, es ist ein absolut richtiges Nein. Ein richtiges Nein für die Zukunft, für diese Menschen und auch entsprechend, dass man hier vor Ort auch jenen hilft, die es auch tatsächlich brauchen. Daher werden wir, so wie zuletzt, auch diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank.